Herzlich willkommen zurück bei Nacht und Nebel, meine lieben Freunde, zu einer Aufnahme von Plants vs. Zombies. Wir sind mal wieder in der Nacht. Sancho, so, ich nehme immer wieder meine Standarddinger mit. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Reg mich jetzt schon wieder auf, dass ich nicht mehr mitnehmen kann. Hab ich einen Rechen noch? Ich hab den Rechen noch. Rachenrechen? Ich weiß es ja nicht. Weiß gar nicht. Ich kann kein Deutsch, ich bin nur Deutscher. Bam. So, Sancho, platzieren. Oh, ja. Ich weiß, ich mache jetzt gerade ein bisschen gekünsteltes Commentary, aber ich muss mich gerade wieder ein wenig warm machen. Ich bin müde, aber nicht so müde wie letzte Aufnahme. Das schon mal nicht. Ich weiß noch, als ich mir den Grundsatz gemacht habe. Nee, sorry, Nachtaufnahmen kannst du einfach nicht machen. Dafür bist du viel zu müde. Und jetzt, hey Leute, hey. Ein bisschen das Gezwungene rauskriegen. Bisschen natürlicher werden, aber das kommt noch. Das wird auch noch. So, wir haben schon mal wieder das A und O fertig quasi. Und zwar die Basic-Reihen, wie ich sie mir aufbaue. Ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich dieses Spiel schon spiele, habe ich noch kein einziges Mal mich wirklich in meiner Spielweise oder Spielart hier verändert. Hat wohl bis jetzt immer ganz gut geklappt. So, ich werde auch gleich mal ein paar Planters passieren. Ich kann das Level eigentlich... Also, theoretisch könnte ich es blind spielen, aber das erleichtert mir ein bisschen was. Mit Plantern. Das macht doch schon 1, 2, 3 Sachen einfacher. So. Scary schon mal platzieren, damit hier nicht zu viel angefressen wird. Ich spiele es auch mal so ein bisschen aus, dass ich die Planters ein bisschen früher platziere. Ich kann mich dann ja jeweils immer anders auf die ganzen Gegner vorbereiten. Nur wenigstens, dass ich mich dahingehend in meiner Spielweise ein bisschen verändere. Weil ich habe doch für meine Verhältnisse einen sehr engstirnigen Spielstil. Meine ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich war heute ja bei... gestern war das schon mittlerweile. Ich war gestern ja bei Phyllis oder Thunder LP. Ich sollte echt nicht nachts aufnehmen. Kommen mir echt so merkwürdige Versprecher, die dann wahrscheinlich nach ihrem Namen. Nein. Und da habe ich gesehen, wie die das spielen. Das fand ich ganz interessant, mir mal anzusehen. Ich weiß nicht, ich persönlich hätte mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber. So, dass man das Spiel auch anders spielen kann. Jetzt kommt eine riesige Welle von Zombies. Ich sehe schon kommen. Na gut, waren die wirklich schwer abzuschätzen, wenn das Spiel ein bisschen gespielt hat. Ich habe nichts für Fliegende. Negativ. Es kann echt sein, dass ihr gleich mal sehen werdet, wie mein Gehirn gefressen wird. Nein, entweder würde ich es sowieso entweder rausschneiden oder ich würde restarten vorher. Und ich versuche eigentlich immer ziemlich auf Perfect zu spielen. In diesem Fall wird es mir aber nicht stören, weil ich gepennt habe, wenn ich es mitgenommen habe zum Verteidigen. Ich hätte doch eventuell auf Blow was setzen sollen. Das Schlimme ist, da gehen gerade wieder zwei von meinen Verteidigungen, zwei von meinen Rasenmähern. In anderen Worten, wenn nochmal zwei Ballonträger in der richtigen Lane kommen, dann kann ich gleich neu starten. Eigentlich könnte ich es auch jetzt schon machen, aber... Ein Mut zur Verzweiflung. Vielleicht wird es ja doch noch nichts. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du echt keinem erzählen.
Okay, ein Bucket-Zombie, dagegen kann ich nicht so viel machen, um ehrlich zu sein. Ja. Schade. Ich hätte drauf hoffen können. Also. Okay, nee, bevor ich das jetzt. Bevor ich jetzt diesen Fehler mache. Ach, komm schon. So. Jetzt bin ich nicht so müde, dass ich schlecht gelaunt bin oder sowas oder überhaupt nicht wirklich wach bin. Nein, jetzt bin ich so müde, dass ich nicht aufpasse. Was wollte ich mir einpacken? Tornat. Sorry, Leute. Das war jetzt nicht das Klügste, was ich hätte in dieser Situation machen können. Hm? Wieso kann ich da nichts hinplatzieren? Was zur Hölle? Ich sehe das doch. Ich weiß doch, wo die Dinger sind. Oder ist da schon einer gewesen? Was? Wirklich? Ein Schuss? Ich stelle mich gerade echt wie der erste Mensch an. Da lief die Runde gerade deutlich besser. Bin ein bisschen abgelenkt, um ehrlich zu sein. Stört mich jetzt gerade ein bisschen. Es sind noch gerade andere Sachen aus was anderem. Ich muss. Ich schaff's noch nicht, mich davon wieder abzugrenzen. Also. Lass mich jetzt einmal fokussieren. Was spiele ich? Plants vs. Zombies. Ich muss Commentary machen. Okay, ich krieg's nicht hin. Total geil. Also. Das ist eine meiner schwächeren Episoden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Macht aber nichts. Ihr liebt mich ja trotzdem, oder? Ihr liebt mich. Wieso sagt mir niemand, dass er mich liebt? Wieso? So. Mal wieder ein paar Jokes zur Auflockerung. Sind immer gut. Wo man Siebuff schon hin? Siebuff. Siebuff. Ich frage mich, warum ich den immer dahin platziere. Ich sollte ihn nach dahin platzieren. Ich sollte ein bisschen weiter raus ans Meer gehen, genau. Santiano. Nee, weil es eigentlich dumm ist, wenn ich da was hin platziere. Weil ich mich damit selber blockiere. Wo? Ich sehe nichts. Ach, da, okay. Nebel nachts. Man kann den Nebel nur auf zwei Arten wegmachen. Die effektivste ist, Blower einzusetzen. Dafür sind die Level extrem kurz gehalten. Und es sind jetzt hier nicht so viele Überzombies drin wie in anderen Leveln. Mit Überzombies meine ich jetzt Conets. Die will ich schon ein wenig als Überzombie bezeichnen, insofern, dass sie halt mehr aushalten, deutlich mehr. Und wenn man bedenkt, dass die Verteidigungsmöglichkeiten, die Sichtweite, Sichtgröße, pardon, nicht so wahnsinnig hoch ist oder groß ist, ja. Boah, ich hab grad Magenschmerzen. Uiuiui. Warum auch immer. So. Boah, es ist total ungewohnt. Ich bin so gewohnt, nur mit diesem kleinen Sichtradius zu spielen, weil mir das völlig ausreicht. Ich brauche nicht mehr als von ungefähr, ja, von hier bis da. Mehr muss ich nicht sehen. Dann weiß ich schon ganz genau, was ich mache. Die große böse Nuss verschwindet im Nebel. Das ist eine Nebelnuss. Ich kann nicht abschätzen, wie viel der schon drauf hat.
an Damage. Ist tot, okay. Ist ja nicht so weit gekommen. Ist auch ganz gut. Hier nochmal ein Fiumschuhen. Weg mit ihm. Ja, damit habe ich gerechnet. Wie er sich an der Grafik vorbeischleicht, der alte Penner. Ich habe gehofft, es kommt noch einer. Na gut, jetzt nicht gehofft, aber halt so gehofft, dass ich halt damit mehrere auf einmal wegbekomme. Indem ich halt warte. Das passt mir ganz gut. Kann ich hier nochmal die Verteidigung upgraden auf meine Wünsche und zack machen. Okay. Das ist aber glücklicherweise durch die Schums möglich. Ich weiß, der C-Schum hier vorne bringt nicht so viel, weil er relativ schnell tot ist auch. Weil die gar nicht so viel Damage fahren können, ist mir auch relativ schnuppe. Weil es ja klappt. Gleich kommt wieder der Nebel. Jetzt ungefähr. Ich habe ein Gefühl, ich habe ein Gespür für Nebel. Ich bin der Nebelmann. Sorry, die Nebel. Meine gesamte Verteidigungsreihe geht los. Alle sehen sie zu, dass wir überleben. Geld. Oh mein Gott, Zombies. Und weg mit denen. Zack. So total gefoppt, so BAM in dein Gesicht. Damage. Ja. Sehr schön. Juhu. Hallo, das ist deine Mutter. Bitte komm zu meinem Haus für etwas, ich weiß, Fleischbrot. Lass die Wohnungstür öffnen und deinen Garten unbewacht. Sincerely, Mom. Nicht die Zombies. Ja. Yeah. Und gleich drücke ich auf Weiter in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, euer Swoddy.